Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich bin angekommen auf der Messe Mac Erfurt 2018. Und das Wichtigste, direkt zuerst die Neuigkeiten. Es sind Buchstaben am Start. Und sehr überraschend, ich muss auf meine Sachen achten, ich bin wie ein Penner. Ich habe nur eine Flasche und eine McDonalds-Tüte. Richtig assi. Auf jeden Fall, die Buchstaben sind am Start. Und natürlich Mac, habe ich so bisher gesehen. Davon fehlt mir das G. Gab es ja auch auf der Gamescom. Dafür, das hätte mir gereicht, aber sehr überraschend, einige haben damit gerechnet, Ausrufezeichen, Alter. Ausrufezeichen auch am Start. Niantic, ich küsse euer Auge, Mann. Alter, ich bin durchgekommen, durch die Kontrolle. Richtig gechillt, also Niantic, nehmt euch mal ein Beispiel. Das ging richtig schnell, rein, raus. Nicht so ein Chaos wie in Dortmund. Und trinken durfte ich wollten. Ich hatte echt damit gerechnet, dass ich die Flasche und meinen Burger wegschmeißen muss. Der Burger, ja, ich hatte irgendwie doch keinen Appetit mehr. Aber schauen wir uns mal um. Ist noch relativ leer. Ist auch Freitag in der Früh, also. Ja, Leute müssen arbeiten und so. Aber ich habe schon direkt den Niantic-Stand gesehen. Da müssen wir auf jeden Fall vorbeischauen. Oh mein Gott, Nintendo Switch. Gibt's hier nicht irgendwo Let's Go? Ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach Let's Go. Und schauen wir mal. Ja, können wir jetzt einfach folgen. Im Hintergrund seht ihr, was so abgeht. Ja, ist der Stand von Niantic. Soll ich mal mit den Niantic-Mitarbeitern hier reden? Schau mal, was die so haben. Oh mein Gott, Leute, ich hab's entdeckt. Jesus, aber er ist jetzt schon Schlange. Leute, wir testen letzte Runde, let's go. Pikachu Edition auch. Ja, die wollen sich das angucken, wie das aussieht. So, jetzt. Direkt exzellent hier. Yeah. Ist die Erfahrung, gell? Setzen wir uns erstmal ein bisschen raus. Wie gesagt, ich habe mir gerade alles einmal angeschaut. Wir gehen später nochmal durch, zocken Let's Go und sowas. Aber erstmal muss ich hier ein paar Inkognitos fangen. Da haben wir das Ausrufezeichen. Richtig krass, dass das Ausrufezeichen am Start. Das hätte ich nicht damit gerechnet. Bam. Nachdem haben mich echt sehr viele Leute gefragt, dass ich denen das Ausrufezeichen mitnehmen soll. Ja, schauen wir mal, Leute. Spaß. Ich heb schon alle auf für euch, keine Angst. So. Oida. Ihr wisst, über den freue ich mich immer. Das G fehlt mir noch. Und dann, ja. Drinnen habe ich keine Verbindung, natürlich. Wie kann es auch anders sein? Also schauen wir mal, wie es da abgeht, weil diese eine Strecke, die sieht echt saftig aus, Mann. Einfach hin und her laufen, aber. Oh mein Gott, das ist für dich, Timmy. Er will unbedingt Smash 5 Channel aufmachen. Schauen wir mal, aber jetzt zocke ich es erstmal. Und falls es funktioniert, ja, tut's. Ja, wieso nicht? Hast du erfahren? Nee, gar nicht. Gar nicht? Erstes Mal? Also, ich habe Melee früher gezockt. Achso, ja, dann wird das schon klar. Aber Controller ist gewöhnungsbedürftig. Also, normalerweise zocke ich Peach. Ist ja nicht verfügbar, deswegen. Was hast du noch im Petto? Du kannst nicht nur einen Charakter spielen. Eigentlich gar nichts, aber ich habe einen Pokémon Go Channel, deswegen muss ich jetzt einen Pokémon nehmen. Pokémon Go Channel, ja, dann geht alles. Twitch? YouTube. YouTube? Ja. Nice.
So Leute, ich bin draußen. Ich zeige euch noch ein paar Sachen, wie gesagt, drinnen. Es gibt jetzt, ich habe das gerade erst entdeckt, eine eigene Halle für das ganze Anime-Manga-Zeugs. Da gibt es auch Bubble Tea, Alter. Werde ich mir später gönnen. Vielleicht seht ihr das auch erst Tag 2 oder so. Aber alle Stops hier, diese Reihe, die kranke Reihe, die ist auf dem Parkplatz. Das heißt, falls ihr nicht, das seht ihr eh nicht, sage ich vielleicht noch auf Instagram. Weil wenn ich hier das hochlade, dann ist es eh schon vorbei. Aber man braucht kein Ticket, geht's auf den Parkplatz. Hier sind eh schon sehr viele Leute. Die zocken einfach nur auf dem Parkplatz. Gönnen wir uns jetzt ein paar Incognito. Ich habe jetzt schon alle gefangen, die mir gefiltert haben. Und noch mehr. Für alle Kollegen und so. Und ja, das mit dem Raid Pass, totaler Fail. Keine Anmeldung, kein gar nichts. Und es können echt nur wenige mitmachen. Dann kommen einfach die irgendwelche dran. Und dann musst du eine Stunde warten auf den nächsten. Dann kommen wahrscheinlich eh wieder irgendwelche dran. Also wenn ich jetzt irgendwie einen auf YouTuber mache, werde ich wahrscheinlich gar keinen Platz bekommen. Also schauen wir mal, ob das sowas wird mit dem Raid Pass. Aber ich gehe jetzt erstmal einmal hinter und zurück. Richtig saftig. So, der Katalog, der Plan ist gleichzeitig auch ein Sammelalbum. Das haben die sich echt geil ausgedacht. Ja, und ich gehe jetzt mal auf die Jagd, mach mal ein Sammelalbum voll. Geil. Können wir ein Foto machen? Ja, klar. Ja, Foto, erstmal. Gerade mit ein paar Zuschauern getauscht. Eins ist sogar Lucky geworden. Lucky Lamus hat mir noch gefehlt. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch einen Lucky Fleckmon anstatt zwei. Und ja, ich habe den Bus wieder verpasst. Alter, das mit dem Bus ist so dumm geregelt. Ich suche mir jetzt irgendwo einen Penny oder sowas, hol mir was zu essen und dann gehe ich noch mal ein paar Mal den Parkplatz auf und ab. Und um 15 Uhr soll so ein Tauschtreff sein. So, genau hier startet Mewtwo Raid. Den muss natürlich jeder mitnehmen. Inklusive uns natürlich. So. Ich bin gespannt. So. Schauen wir mal. Was ist mit Gelb? Wo ist Gelb? Oh mein Gott. Ich geh mal zu den Gelben. So. Ist hier gelb? Ja, hier ist gelb. Gelb? Okay. Perfekt. Dann warten wir auf dich. So. Ich gehe mal ein bisschen rum hier. Die Lage abchecken für euch. Mein Arm wird schon ganz müde, man muss euch hier irgendwo ablegen. Ich dachte, es geht auch ohne, aber es geht doch nicht. So, schauen wir mal, ob er von mir Glück bringt. 100 aus Erfurt, komm. Yo, Tag 2. Das ist auf jeden Fall schon eindeutig mehr los. Wie gesagt, wir chillen erstmal. Oi, was ist das denn? Wie gesagt, wir chillen erstmal auf dem Parkplatz. Die Module abstauben. Das nehmen wir mal für den Kollegen hier. Die Forschung. Also, ich hatte noch nie Glück in Forschungen.
The raid, ja, man, the raid. Oh. So, new to raid. Wieder die Arena. Gönnen wir uns natürlich noch. Die Schlange, ihr wisst gestern, die Schlange, die ging nur bis da. Jetzt ging sie bis hinten zum Parkplatz. Es ist über 11 Uhr und die Leute sind immer noch nicht drin. Ich stand gestern 5 Minuten in der Schlange. Oh, bereit? Bereit, ja, ich gehe einfach rein. Ich weiß nicht, wo wir aufgehört haben. Wahrscheinlich beim Raid da. Dann bin ich da durch die Hallen gegangen, habe ein paar Sachen abgecheckt. Die erste Halle, die Gaming-Halle, habt ihr ja gesehen. Diesmal halt genau dasselbe, nur noch voller. Also gestern war echt entspannt. Und ja, Stange bei Let's Go, Evoli Pikachu riesig, Smash auch. Wobei Smash ging eigentlich. Aber hier und da. Und dann bin ich wieder rausgegangen, weil an sich gibt es hier nichts mehr allzu Großes zu zeigen. Habe ich mit ein paar Zuschauern getauscht. Und hier. Bam. Seht ihr das? Moment. Okay. Paar neue Luckys in meiner Sammlung. Grüße gehen raus an Fantasy. An hier. Grüße gehen raus an Mew. Taugos, richtig saftig. Und dann Relaxo. Hat mir auch lange gefehlt. Der Kollege hat 7, 8 Relaxos mit mir getauscht. Der letzte wurde dann Lucky. Grüße gehen raus an Meister Yoda. So. Ja, das habe ich so getrieben. Jetzt habe ich hier einen Workshop, irgendeinen Influencer-Workshop. Ich setze mich gleich rein, direkt erste Reihe. Tausch-Session mit Chaos Lady. Sind hier eine schöne Liste. Muss ich mir eigentlich auch mal machen. Was die noch alles gebrauchen kann. Viel Glücks. Was wolltest du? Bei Mädchen? Schauen wir mal. Ich habe jetzt leider sehr viel weggeschmissen, weil um Platz zu schaffen für die ganzen Erfurter Pokémon. Aber ich hoffe, ich habe da noch ein paar Sachen am Start. Und hast du irgendwelche Workshops besucht? Ja, gerade eben einen. Welcher war es jetzt? Ne? Ja, warte, nee, ich überlege gerade, wie der Name hieß. Eigenständigkeit als Influencer. Ah, Mist, den muss ich ja dauernd sein, ja. Und Überraschungsgast LeFloid. Das hat aber gestern einer beim Livestream geschrieben, dass der da ist. Also, es war unsicher. Es stand auch gar nicht drauf eigentlich. Gehst du dann später noch zum Steuerdingens? Ja. Das interessiert mich sehr, aber ich habe halt Angst, weil das Pete Smith macht, dass da einfach nur Fans auftauchen und es halt voll ist, aber mich persönlich interessiert halt das Thema wirklich. Die haben aber extra einen kleinen Raum gebucht, deswegen. Ja. Ich glaube, da oben, ja, der linke müsste sein. Also ich versuche reinzukommen, aber schauen wir mal, wie voll das wird. Ja, bei Fragen und Antworten bin ich gewesen. Bist du da auch gewesen? Nee, ne? Nee, da war ich nicht. So, Tag 3 hat angefangen. Oder läuft schon länger. Wie immer, wie an allen Tagen bisher, gleich an der Arena ein Mewtwo-Raid habe ich mitgenommen. Letzter Ball sogar gefangen, also alle drei Mewtwo aus Erfurt gefangen. Ja, und ansonsten zeige ich euch hier noch die Halle. Die habe ich euch bisher noch gar nicht gezeigt. Oder kaum. Warte mal, ich habe was hier. Muss die richtige Seite zeigen. Ich war am Niantic-Stand. Wollte mit der Head of Marketing reden, die dort ist am Stand. Die Anne. Ihr kennt es, legendäres Interview, was sie gegeben hat mit auf einer polnischen Messe oder so, wo sie dann aus Versehen voll viel geleakt hat und ja, sie hat mir ihre Karte gegeben, war recht abweisend, also direkt Korb eigentlich gegeben, wobei ich echt keine schlimmen Fragen stellen wollte, nur so ein paar Sachen fragen, richtig Euler. Yo, Shoutout an Street Fighter. Naja, auf jeden Fall hat sie mir ihre Karte gegeben, schauen wir mal. Sie meinte, ich soll mich melden, aber ja, wir werden sehen.
wie gesagt, ich wollte echt nichts allzu Schlimmes fragen, aber hey, hi. Aber naja, kann man schon ein bisschen verstehen. Servus. Ja, und wie gesagt, ich zeige euch jetzt noch hier die Halle. Ansonsten habe ich mir jetzt, glaube ich, doch überlegt, alle drei Teile in ein Video zu packen. Dadurch kommen natürlich nur die Über-Highlights in ein Video. Aber ja, auf geht's. So Leute, ich probiere hier jetzt VR Manga aus. Hier wird jetzt die Brille aufgesetzt und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Bitteschön. Moment. So. Fühle mich wie bei Sword Art Online. Das war's von der Mac Erfurt 2018. War auf jeden Fall lustig, eine geile Zeit. Grüße an alle, die ich da getroffen habe. Ich habe eine Menge getauscht. Grüße gehen raus an alle, die mit mir getauscht haben. Da waren ein paar echt coole Sachen mit dabei. Ausbeute zeige ich euch aber nochmal separat, weil sonst wird das Video einfach viel zu lang. Mac an sich war cool. 3 Tage ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber hat Spaß gemacht. War eigentlich meine erste so Anime-Manga-Messe in der Art. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt genau mein Ding ist, aber... Jetzt für das erste Mal und jetzt so einmalig war schon okay. Weiß nicht, ob ich da, also ohne Pokémon, nochmal für sowas hinfahren würde. Für Pokémon dann auf jeden Fall natürlich als extra, aber nur für eine Anime- und Manga-Messe. Da muss ich nochmal schauen, ob ich sowas machen würde. Aber wie gesagt, Grüße gehen raus an alle, die ich dort getroffen habe. Hat Spaß gemacht. Das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr in Erfurt wart, bei der Mac und wie es euch dort gefallen hat. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Animes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.